Der innere Bela Reti. Es sind Momente, in denen Sekunden Tage werden, in denen Lunge und Herz stillstehen. Die Kugel trifft das Metall an der Innenseite. Guten Tag, ich bin Helge Goldschläger. Ich bin ein professioneller Slam-Poet und ich bin Gymnasiallehrer und unterrichte in Deutschland Deutsch, Spanisch und Geschichte an der Schule. Seit vergangenem Jahr arbeite ich beim Projekt Slam mit. Das ist ein sehr sinnvolles Projekt. Es hat das Ziel, Schülern kreative Zugänge zu geben, und zwar in der Fremdsprache. Beim Projekt Slam mit können Schüler von verschiedenen Schulen landesweit lernen, was Slam Poetry ist, eigene Texte schreiben und diese Texte vortragen. Was ist das denn? Giraffe! Überall Giraffe! Was ist hier los? Ich sehe wohl nicht richtig. Ein Giraffe probiert sogar durch die Tür hineinzukommen. Als Fremdsprachenlehrer weiß ich, dass es nicht immer einfach ist, kreatives Schreiben im Fremdsprachenunterricht umzusetzen im normalen Unterricht. Denn es taucht wenig in den Lehrbüchern auf und es ist nicht immer einfach, eine gute Gelegenheit dafür zu finden. Denn die Erfahrung zeigt, dass Kreativität nicht unbedingt mit Schulnoten zusammenhängt. Es gibt Schüler, die im Unterricht sehr unauffällig sind, aber in solchen kreativen Situationen völlig aufblühen und eine ganz neue Seite von sich zeigen. Letztes Jahr habe ich die Erfahrung an einer niederländischen Hauptschule gemacht, wo eine Schülerin, die kaum Deutsch konnte und ganz, ganz schwach im Unterricht war, plötzlich den besten Text ihrer Schule geschrieben hat und ins Finale eingezogen ist und riesen Erfolg damit hatte. Für sie selber war das eine ganz neue Bestätigung und Motivation, weiter an Deutsch zu arbeiten und weiter Deutsch lernen zu wollen. Gerade deshalb und gerade wegen solcher Beispiele, die man an ganz vielen Schulen findet, sollte man nicht vergessen, auch diese kreative Komponente in den Unterricht einzubauen, zum Beispiel projektbezogen. Im ersten Schritt geht man der Frage nach, was Slam Poetry ist. Das ist grundlegend, um das Projekt zu verstehen. Vorweg gesagt, es ist sehr einfach. Ein Poetry Slam ist nur eine Literaturveranstaltung, ein offenes Format, wo Autoren selbstgeschriebene Texte vortragen können. Meistens gibt es ein Zeitlimit von 5 Minuten. In diesen 5 Minuten dürfen Sie alles vortragen, was Sie möchten. Kurzgeschichten, Gedichte, Essays, jede Form von Text. Slam Poetry ist keine Art von Text, sondern eine Art von Veranstaltung, eine offene Bühne. Die Schüler lernen das über einen Text kennen und kriegen Beispiele von Poetry Slam Auftritten. Im zweiten Schritt können die Schüler in der Hausaufgabe zu Hause eigene Texte schreiben. Dafür gibt es eine ganze Bandbreite an Unterrichtsmaterialien und viele Ideen, die die Schüler nutzen können, sodass für jeden Schüler etwas dabei ist. Sie können Gedichte schreiben oder Kurzgeschichten. Beides ist okay. Also in der zweiten Unterrichtsstunde können die Schüler dann ihre Texte in der Klasse vortragen und man überlegt gemeinsam, welche Texte besonders gelungen sind. Wichtig, es ist nicht der Fokus, grammatisch perfekte Texte zu schreiben. Es ist der Fokus, Texte zu schreiben, die authentisch sind, die den Schülern gefallen. Solange man die Texte gut verstehen kann, ist es nicht wichtig, ob sie komplett richtig sind. Man muss sich nicht die Arbeit machen, alles perfekt zu korrigieren, sondern sollte die Schüler begleiten und ihnen helfen, wenn sie nicht weiterkommen, wenn sie keine Ideen haben. In der zweiten Stunde können die Schüler dann ein Finale in ihrer Klasse machen und die Texte vortragen. Dazu gibt es auch wieder Hilfen zum Vortrag. Am Ende entscheidet die Klasse selber, wer ihnen am besten gefallen hat. Derjenige hat den Slam der Klasse gewonnen. Das ist nicht toll. Menschen, die nicht nett sind. Ich werde fröhlich von das. Liebes Lied, die schön liegt. Das ist blöd. So friedvoll. Aber manchmal sieht man in diesen Wäldern bestimmte Sachen. Die Zeuge von weniger friedlichen Zeiten. Kriegszeiten. Für die Lehrer wichtig zu wissen ist, man muss kein Experte für Slam Poetry sein. Und die Erfahrung zeigt, alle Schüler schreiben etwas, wenn man sie lässt.
wir geben extra Material dazu, das erklärt, was alles ist und das den Lehrern Hintergründe gibt, so dass sie gut damit arbeiten können. Didaktisch, auch aus der Sicht der Fremdsprachendidaktik, ein sehr sinnvolles Thema und es ist eine praktische Ergänzung für den normalen Unterricht. Deswegen kann ich nur dazu ermuntern, probieren Sie es aus.